Perianundus und herzlich willkommen zurück zur, ja, letzten Runde Vizibees Together Season 1. Oder eher gesagt, Folge. Höchstwahrscheinlich Folge. Ja, je nachdem, wie lange wir jetzt noch brauchen. Je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen, weil wir haben ja mehr oder weniger jetzt nur kurz ein Päuschen gemacht. Ja, von so 30 Sekunden. Ja, von so 30 Sekunden, aber, ne, dementsprechend. Ja. Ja, dann können wir ja jetzt, das, nachdem wir... Die große F1 drücken. Ja, erst einmal F1 drücken und dann auch noch, nachdem wir ja in der letzten Folge gefühlte 30 Mal ausblenden müssen. Ja, das wird doch lustig. Ja, wenn wir jetzt mal... Richtig, so F1 und heyo! Vorbereiten. Zack, zack, zack. Hier, den Schädel gebe ich dir mal wieder zurück. Du hast sie ja dabei. Hier, du kriegst mal die Hälfte ab. Okay, kann ich sie selber draufsetzen, genau. Oh, 20 reicht. So, warte. Jetzt fehlt hier irgendwie so eine gelumpe Kiste, in die man mal kurz... Ach, haben wir hier hinten noch. Den Schmonsens reinpfeffern kann, den man jetzt auf unseren Rundlauf eingesammelt hat. Und man sieht ja jetzt auch so ein bisschen, was wir im Inventar haben. Ja, so ein bisschen. Wolfsblade kennt er ja schon. Inzwischen bin ich auf Doppelpistole umgestiegen. Einmal mit Seeker, einmal mit gebaut. Genau, den habe ich auch. Vielen Dank nochmal. Hat Richie mir auch gebaut. Ja, mein Superbogen natürlich. Den nehme ich immer mit. Und ich habe mal ein paar heilige Granaten. Und natürlich eine, guck mal, Leuchteröschen. Du wolltest ja keins haben, ne? Nee, ich brauche keine Rose, denn ich habe zwischenzeitlich mir mal den komplette Quantum Armor inklusive Gravity Chestplate gebastelt. Den ganzen Spaß auch schon enchanted und soweit ich das weiß und wenn das tatsächlich funktioniert, bin ich damit gegen so gut wie jede negative Statusveränderung gewappnet. Dementsprechend kann das, was jetzt auf uns zukommt, mir nichts mehr anhaben. Ja. Hoffen wir es, ne? Denn wie war das? Wir wollten eigentlich noch davor einen Backup von der Welt machen. In der Theorie ja, in der Praxis... Nö. Egal. Ja. Wäre jetzt, dann müssen wir nochmal cutten, der ist doof, ne? Hier wird nicht gecuttet. Ah, ich liebe die Quantum Armor. Hui! Go, go, Super Richie! Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe... Ich kann mit dir mithalten, durch meine Flugtechnik. Tja, Herr Okami, in welche Welt gehen wir denn? Gehen wir ins Ende? Gehen wir in den Nether? Langweilig, uninteressant. Nochmal zum Nether? Keine Ahnung. Oder? Digger oder Crystal, ne? Irgendwie klingen die beiden doch super. Klingt interessant, oder? Ja, so ein bisschen. Ja. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Sage es mir, so sage es mir. Wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen ins Crystal Age. Jo, dann verschwinden wir mal. Hui, und jetzt haben wir natürlich, wer sich jetzt bei mir... Nebenbei, haben wir Linking Books? Nein, haben wir nicht. Da liegt schon mal eins, das kannst du dir nehmen. Warte, ich hole mir mal ein anderes. Habe ich doch direkt jetzt vergessen. Ah, oh, inkonsistent. Einfach ins Inventar und gut ist. So. Lauf. Ich habe hier genügend Linking Books. Oberwelt. Ha, da sind sie, die süßen kleinen Krieg-Kraputze-Männer. Wer eben schon bei mir aufgepasst hat, der wird's gesehen haben. Wir haben hier einen Waypoint. Endgame. Und da den hast du, genau. Da wirst du mir jetzt mal ganz unauffällig folgen. Ja, ich muss leider fliegen. Immer in diese Richtung. Mushroom. Oh, hier sieht man schon irgendwas ganz Böses. Hui, hier stehen sie nämlich, unsere Armee. Nach unserem kleinen Pseudo-Wither-Battle habe ich mir nämlich überlegt, dass wir uns in der letzten Aufnahme mal ein wenig mehr bespaßen werden. Wie war das? Alle auf einen Schlag und fröhlich sterben, ne? Ja, 12 Stück sind es an der Zahl und wir werden, wahnsinnig wie wir sind, alle 12 direkt zünden. Das heißt, wundert euch nicht, falls wir draufgehen. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob meine Rüstung das wirklich mitmacht. Für mich könnte es interessant werden, aber ich stelle mich der solltest du ja eigentlich genügend dabei haben, ne? Ja, ein bisschen Healing halt dabei und Stärke. Und Granaten. Ich habe zur Not Splash Potions, Regen Splash Potions 2, Stärke Splash Potions 2 und Instant Health Potions. Oh, wird das hier ein Intermezzo. Oh ja. Vor allem erstmal die draufsetzen, bis man hinten angekommen ist, hat man die schon alle am Hintern.
Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. So, die hau ich mal Nummer raus. Jika! So, ich nehme mal kurz Stärke. So, komm mal her, meine Freunde. Zack, zwei sind okay, schon weg. Wuhu. Na, kommt her, mein Kleiner. Ja, komm her. Na, Jungs, was habt ihr denn? Ja! Wuhu. Schon wieder ein paar weg. Die heiligen Granaten sind einfach episch gegen die Viecher. Hallo, ist doch jemand da? Erster Melee-Mode, erster Down. Einen erst? Es ist nichts mehr da. Was? Du mit deinen verdammten heiligen Granaten. komm hier hoch. Ey, das war meiner. Das ist schön. Mistkerl! So, was machen wir jetzt? Wither Stars einsammeln. Stimmt. Oh, wie schön war das denn bitte? Aber das war jetzt auch der Beweis irgendwie, den ihr auch unbedingt sehen wollt oder zeigen wollt, auch mal, die Granaten wirken gegen Wither, wenn er nicht gerade in eine andere Richtung fliegt und man nicht trifft. Ja. Wunderbar. Okay, Sand. Hast du schon einen Star gefunden? Ich habe schon 7 Stück. Ich habe die auch mehr oder weniger in... Ich weiß nicht, wie viele hast du erledigt? Da du mir den letzten geklaut hast, 2, du Arsch. Hast du nicht noch ein bisschen Soul Sand dabei? Wir haben doch noch Schädel. Ich habe keinen Soul Sand dabei, aber wir können ja noch welchen holen. Verdammt, ich habe gar nicht meine Pistolen gebraucht. Wir könnten wirklich noch ein paar machen. Ich möchte auch mal wissen. Ich finde keinen mehr. Ich habe 7 Stück, mehr nicht. Ich finde, warte, irgendwo ist noch ein Wither. Hä? Hm? Mir wird immer noch ein Wither angezeigt. Mir nicht. Tja, oh doch, jetzt auch. Ja. Hallo, wo hast du dich denn versteckt, mein Kleiner? Wo ist er denn? Oh! Ach, guck an, der Feigling! Hat er sich versteckt? Beziehungsweise hier oben fliegt ein Schädel rum. Da ist er ja. Hast du ihn? Ich sehe nur einen Schädel fliegen, hab ihn noch nicht. Wo ist er denn? Ich möchte ihn ja eigentlich nur sehen. Tja. Dann wirst du dich wohl mit ihm belustigen können. Ich finde ihn jetzt nicht. Ja, ich bin schon bei ihm. Welche Richtung bist du denn geflogen? Richtung Südosten. Aha, also hinten zu dem Berg irgendwo hin. Ah, da sehen wir doch was. Dum, dum, dum. Interessant, einen übersehen. Aber der hat keinen Star gedroppt. Ich sehe auch keinen. Hier sind einen ganzen Haufen Tiere draufgegangen. Jo. Eigenartig. Interessant ist auch, dass ich die Steaks nicht einsammle. Ah, Wither Star, hier ist einer. Ach da. Dann haben wir jetzt 10 und du hast 2, also 12 von wie vielen? Nein, ich habe keine 2, ich habe gar keinen. Okay. Vielleicht fehlen, wenn. Vielleicht acht Stück. Die auch zu... 8 Stück habe ich, ja. Hm. Wo zum Teufel sollen die sein? Jetzt bräuchte man so einen Wither Star Detektor. hallo. Hallo. Mann, so viel Munition gebaut. Gut, heilige Granaten, ich habe über einen Stack verschossen. Klar, dass die richtig Schaden ziehen. Hast du einen? Jo. Sehr schön.
Einer, aber es fehlt immer noch was. Ja, dann haben wir jetzt 9. Merkwürdig. Ha, ich hab noch einen. Ah, so, ich auch. Dann haben wir 11, ne? Jo. Fehlt jetzt nur noch einer eigentlich, oder? Ja. Na, wollen wir so knauserig sein und den einen jetzt wirklich hier noch suchen? Hab ihn. Ah, hab da hinten noch. Ah, alles klar. Dann haben wir es alle 12, wa? Dann haben wir sie. Ich habe 9, du 3 sind 12. Fehlt jetzt. Wollen wir nochmal 12 Stück zünden? Ich meine, wir haben jetzt nur 10 Minuten gebraucht. 13 Schädel habe ich noch. 14? Das heißt, im. Ja, unten Dingsbums sind ja auch noch ein paar. Das heißt, ich hole die Schädel, du send. Jo. Soll send. Gut. Und dann. So, dann holen wir uns halt noch ein paar. Tja, wie heißt das schön? Wir machen die Wizard-Jagd langweilig irgendwie. Ja, ne? Vor allem du mit deinen heiligen Granaten. Weißt du, ich habe wenigstens noch so ein bisschen, ja? Ja, die nächsten erschieße ich alle. So 60 Soul Sand habe ich jetzt gerade noch. Bin gleich unten. Naja, so viel dazu. Ich mache mir Sorgen, ob ich das überlebe. Die Rüstung ist kaum angegriffen. Ich habe, glaube ich, nicht mal Herzen blinken sehen bei mir. Ich glaube auch nicht. Also habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wie gesagt, ich habe nur darauf geachtet, dass ich dieses Mal mit den Granaten auch treffe. Und das Schöne ist, die Wizards sind wirklich in Gruppen auf mich zugekommen. Das heißt, eine Granate trifft alle. Ja. Ja, so hätte es ja damals sein sollen, als wir den gespawnt haben, ja. Ja, komm, lass mich da rein. So. Ja, schön, halt da lang. So, wie ließ ich denn jetzt hier nochmal eigentlich, Uiuiuiui. Bist du schon wieder hinten? Oder drin? Ja. Gut. Verdammt nochmal, wie ließ ich denn jetzt hier... So, jetzt muss bei ich dem dämlichen Mining Laser das Dings umstellen. Nordost war die Richtung, wenn ich mich nicht irre. Da hinten sehen wir jemanden. Ah, oh, Gewitter, yeah! Stimmt eigentlich, den Mining Laser könnte man mal ausprobieren. Ja, der steht aber, ich weiß allerdings dummerweise jetzt gerade nicht mehr, mit welchen Tasten man ihn umstellt. Problem ist, das Ding zieht ganz schön Energie raus. Daher ist es für mich eher kontraproduktiv. Wow, ich gehe mal eben kurz meinen Helm auf. Warte mal, ich gebe dir mal kurz den Soul Sand. Ja, ich wollte auch gerade nochmal zurück zum Aufladen. Das ist, glaube ich, gesünder. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass mein Helm fast leer ist. Und, na gut, meine Rüstung reicht eigentlich noch, aber meine Schuhe haben schon gut was ab. Das Problem ist bei mir, mein Helm verhindert ja... Treffer! Ich glaube, ich habe die Wizard-Rose. Ich weiß gar nicht, ob es reicht, dass ich die im Inventar habe oder ob ich die auch in der Hand halten muss. Das wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren, aber ich glaube, ich wurde nicht gewizard. Aber so sind wir beide gut durchgekommen. Mhm. Na? Ah. Na, komm schon. So, habe ich mich verlaufen? Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung weggelaufen. Sag mal, hattest du nicht Wegmarkierungen? Ich frage mich auch gerade, wo meine Heimatwegmarkierung hin ist. Ah, es ist gut. Potz, ja, hier ist die gekommen. Hier ist die richtige Richtung. Ich bin gerade über dir lang geflogen. Au! Jetzt wundere ich mich gerade, warum ich nicht sprinten kann. Ich muss mal was essen. Ich glaube, wir brauchen auch so minimal neue Fläche. Hier ist das so kraterhaft. Ach, egal, da wird einfach mitten reingebaut. Ja, ich baue es jetzt hier ein bisschen daneben. So.
zum Schnellaufladen. Aufs Chargepad. Ich hoffe, die sind weit genug auseinander. Gott, wie viel Trümmer ich wieder im Inventar habe. So, wie viel haben wir jetzt? Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Ah, lädt noch auf. Sehr schön. Ah. 5. So, machen wir hier die zweite Reihe. Ah, schön. Netherstar, flop. Ich bin gespannt, was die Zuschauer dazu sagen. Damals ja zum Wizard ja fast gar keine, außer bei dir ein Kommentar, ne? So, soll niemand sagen, dass wir uns nicht mit Wizards anlegen wollen. Jo. So, 1, 2, 3, 4. Einer fehlt noch. Ich glaube, der ist ein bisschen zu eng. Den will ich nochmal weiter wegsetzen gleich. Ach, Mensch. Stirb! Du auch. Oh, na komm schon, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Ah. Quantum Armor, so schön wie sie auch ist, aber das Aufladen dauert Ewigkeiten. Ja, das glaube ich. Aber möglicherweise gibt es da ja auch in der nächsten Mod-Version, Modpack-Version auch wieder einige mehr Möglichkeiten, um aufzuladen. Na, schön, schön. Das freut's. So. Und wahrscheinlich werden wir dann auch da mit einem anderen Rüstungstyp rumrennen. Mhm, welche wäre das? Hast du da schon einen Namen? Oh Gott, wie heißt das Ding? Ich glaube, die Version, den Mod hatten wir jetzt hier auch schon mit drinne. Haben wir aber nicht wirklich benutzt. Wie heißt denn der? Warte mal, lass mich mal eben kurz gucken. Müsste glaube ich unter M sein. Machine Muse Modular Power Suits. Aha. Okay. Auch sehr lustig. So, für mehr reicht jetzt das. Na, das Holzend würde noch für einen weiteren reichen. Ja, lassen wir uns mal nicht lumpen. So, Schädel. Ich hoffe nur, dass die Schädel reichen. Das heißt, einer. Da nicht. Zack. Zack. Zwei braucht man. Dum-tidum-tidum-tidum. So, ich habe keine Schädel mehr. Moment. Ein paar habe ich noch. Ich gebe dir dann gleich wieder welche, wenn ich einmal durch bin. Also ich habe bis hier hinten habe ich sie jetzt besetzt. Ich brauche dann halt nur die zum Aktivieren noch, die mittlere Reihe. Ja, ich glaube, ich gebe dir aber die Hälfte. Das sollte so ungefähr hinkommen. So. Ja, müsste hinkommen. So, jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen umdisponieren. Da möchte ich gerne noch einen von trinken. So, vielen Dank. Granate, Schädel, bla 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 bla. So weit, so gut. Ich gucke in die Richtung am besten. Okay, 3, 2, 1, go. Ach, go. La 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 la. Na ja, komm, ab! Ja, Wizards! So, und der okay, letzte. Okay, ich habe noch 9 Stück über. Ich auch! So. Na komm, meine kleinen Freunde! Yeah! Schön ist, die machen sich da gegenseitig fertig. Ah, ich komme dazu, ich komme dazu, ich komme dazu! Gerade beim Beispiel, das war alle im Mini-Bereich tot. Juhu!
Ja, einfach nur reinschießen. Das macht doch richtig Laune. Ja, mein Helm ist leer. Ich bin gewissert. Ich hab Hunger. Ich muss ganz gut was essen. Na du, hier sind doch noch welche. Ah, ja, komm her, du. Nicht ganz genau. Nee, doch nicht. Da ist noch einer. Da war einer. Den Stern fallen sehen. Juhu. Oh, irgendwo muss noch einer sein. Ich hab gerade Reader Wizard. So, wo ist er? Wo ist der kleine Hund? Unten wahrscheinlich. Ja, da unten ist er. Sehe ihn. So, rein mit dir. Ja, komm her, mein kleiner Freund. Ah. Was schön ist, ich bin echt nicht einmal gewizzert worden. Nee, ich hab's jetzt noch gekriegt, weil mein Helm leer ist. Ja, also muss man sagen, da hat sich's gelohnt, die 4 Stars zu verbraten für diese Rose. Oh, schön. So. Naja, dieses Mal haben wir es mit ein bisschen anderer Munition gemacht. Sprich, ich hab jetzt auf die geschossen, hab auf sie eingehauen und nur die letzten paar Granaten geworfen. So viele waren es ja nicht mehr. So, ich habe bis jetzt einen Star. Ein neuer ist bei mir auch dazu gekommen, genau. Ich habe die alten abgelegt, glaub deswegen. Na, ich habe sie noch dabei, aber es waren ja 9 Stück, die ich hatte. Von daher passt das ungefähr. Irgendwo müsste ja so ein ganzer Arschhol runtergekommen sein eigentlich, ne? Richtig, wo sich A selbst und ich dann noch die letzten Granaten oder was damit rein. Und keine Ahnung, irgendwo müssten hier ganz viele sein. Hier hinten müssten auch welche sein. Hallo, wo seid ihr denn? Einer. Gott, was für ein Schlachtfeld. Oh, hier hat sich schon ganz schön was zusammengerödelt. Wie war das? Ah. Idee 1 war, wir lassen die allesamt in der reellen Welt spawnen. 3, 4, 5. Ah, da hat er, glaube ich, einen Großteil gefunden. 6, 7, 8. Okay. 9. 10? 10, einen hatte ich. 11 kommt hin. Wir hatten 11 Stück. Jo. Ich habe einen, du hast 10. Dann kommt es auch genau hin. Okay, aber merken für die Zukunft. Nein, da ist noch einer. Ah, Tatsache. 12. Oder waren es 13 sogar? Weiß ich jetzt gar nicht. Könnte sein. Naja, wollen wir jetzt aber nicht übertreiben wegen 1 und Star, ne? Merken für die Zukunft. Ich muss auf jeden Fall solche Großfights nur mit vollständig aufgeladener Quantum Armor. Ah, ich hab ihn. Wo ist der denn? Hier hinten war er. Ach da, okay. Dann müssten wir jetzt alle haben. Jo. Ja, nach einem relativ langweiligen und einem etwas actiongeladeneren. Ja. Wizard Fight. Weil wir da mehr oder weniger dann noch in unterschiedliche Richtungen so leicht geflogen sind, damit wir getrennt kämpfen können. Ja, du hattest ja einen Rudel und ich hatte einen Rudel. Ja, man muss sagen, die Granaten, wenn sie wirklich treffen, sind sie geil, die Dinger. Ja. Überleg mal, ein Rudel Wizard mit ein paar Granaten down. Ja, wie war das? Wir schreiben den Mod mit zum Granatenfischen. was? Hätte ich sogar. Müsstest du mal gucken, ob wir das vielleicht mit reinkriegen. Da gibt es eine Fischreuse. Das heißt, man kann dann mit einer Reuse Fische fangen. Müssen nur gucken, welche Mod das war. Ich glaube, nennt sich Mini. Kommen zum Beispiel auch Cobblestone-Türen und sowas mit rein. Und ja. Cobblestone-Türen. Weißt du eigentlich, wie viele verschiedene Sorten von Türen und Kram wir mit dem Unleashed-Pack bauen können? Wahrscheinlich kommt genug rein. Aber so eine Reuse ist, glaube ich, nicht dabei. Auf jeden Fall wüsste ich es jetzt nicht direkt. Nee, ich glaube, das ist der Punkt. Für den Bereich gibt es nicht so viel. Und deswegen muss man mal gucken, ne? Weil das wäre vielleicht mal interessant, aber sich vom Fisch ernähren. Fliegt der Retsche, wollte gerade sagen, jetzt fliegt er doch nicht schon wieder am Tor vorbei.
Ja, Tor 1, 2 oder 3. Da ist er. Und hinter Tor 3 ist Edel. Genau. Der Zong. Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir es eigentlich gut hingekriegt, ne? Ja. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eines zu tun. Hoch auf die Burg gehen, auf die Aussichtsplattform, wo wir damals standen. Ah nee, wir gehen, genau, wir gucken uns nochmal von außen irgendwo alles an, ne? Oder? Ja, wir gucken uns von außen nochmal alles an. Richtig, richtig. Wir gehen nämlich auf unseren Gummibaum und... Du bist aus dem Spiel geflogen. Da hat sich gerade mein Minecraft verabschiedet. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, ja. Und da sind wir wieder. Nach einem kleinen Cut, da hat es mich gerade ganz mies aus dem Spiel rausgekickt und ich musste neu starten, was jetzt natürlich in der letzten Aufnahme total blöd ist. Richtig, richtig. Aber wir sind jetzt am Ende angekommen und ja, effektiv schauen wir uns nochmal unser schönes Werk hier an. Ja. Und dann würde ich sagen, ne? Wir sehen uns dann. Genau. In der nächsten Season, wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Ihr werdet es ja dann erfahren. Also bitte nicht fragen, wann kommt die nächste Folge, Ihr werdet es erfahren und sehen, wann es kommt. Da braucht halt alles jetzt ein bisschen Zeit. Ja, und ja, halt vielen Dank, dass ihr uns jetzt 167 Folgen sind es ja dann jetzt, wenn ich mich nicht irre, dabei wart. Wenn ihr alle gesehen habt, erst recht vielen Dank, wenn ihr später dazu gekommen seid. Man kann es ja auch nachschauen, wenn man mag. Ja. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns immer so tatenkräftig mit Kommentaren, positiven Bewertungen allen unterstützt habt. Ich hoffe, es hat euch allen gut gefallen hier in der ersten Season und hoffen wir mal auf eine wunderschöne zweite und auch erfolgreiche, ne? Jo. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer den verabschiedenden Worten und meinem kleinen letzten Dank, was ich so hingebastelt habe. Hoffentlich funktioniert's. In diesem Sinne... Bis zur zweiten Season. Carpe Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori. Tschö. Warte mal. Och, Manno. Weißt du? Schon alles leer, oder wie? Ja. Wenn man einmal was vorbereitet und sich auf die Technik verlässt. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal kurz drin, oder? Das lassen wir jetzt drin. Das ist jetzt wirklich mal ein schöner Outtake noch zum Schluss. Mann. Hier machst du was mit, ey. Ich bin wenigstens mal nicht schuld. Na also. So. Eigentlich dann versuchen wir es nicht rollen. Weg. Sollten wir eigentlich nicht. Och, Manno, ich wollte euch doch eigentlich so ein schönes Feuerwerk geben. Warum geht denn das jetzt nicht? Ist überhaupt noch Manno. Was drinne? Bist du? Warte mal, da oben an der Burg sind ja ein paar. Da könnte man eigentlich direkt gucken. Und ein Creeper, aber der ist weit genug. Na weg. Toll. Alle? Verdammte Fehlzündung. Bliebe ja eigentlich nur eine Möglichkeit, eine ganz böse, für das Feuerwerk nochmal kurz die Dinger da reinschieten, kurzen Cut machen, das Zeug da reinsetzen, damit es wenigstens noch zu sehen ist, dein Werk. Nee, so viel will ich dann doch nicht mitschieten. Naja, stimmt auch wieder. Da muss ich dann jetzt eigen sein, da muss ich mir jetzt eingestehen, ich habe Scheiße gebaut, es hat nicht funktioniert, es hat nicht sollen sein. Eine Fehlzündung. Vielleicht in der nächsten Season. Es war gut gewollt, aber leider durch Fehlzündungen fehlgeschlagen. Macht dir nichts draus, das passiert jeden Mal, ne? Naja. Bei jedem kommt das Feuerwerk mal zu früh. Allein für den scheiß zweideutigen Kommentar. Also dann, Jungs, ihr habt's gesehen, auch hier passieren mal Fehler. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Season. Ja. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.